Good evening und willkommen zu Der merkwürdige Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson. Es geht in dieser Erzählung von 1886 um ein bis zwei Personen, die auf merkwürdige Weise zusammenhängen, nämlich einerseits Dr. Jekyll, ein angesehener Londoner Arzt, ein echter Gentleman, allerdings in letzter Zeit ein bisschen zurückgezogen, andererseits Mr. Hyde, ein furchteinflößender, kleinwüchsiger Typ, von dem man nichts weiß, als dass er zutiefst unsympathisch und irgendwie böse wirkt. Strange ist, dass man ihn gar nicht gut beschreiben kann, da bleibt immer etwas Unbestimmtes zurück. Mr. Utterson ist ein Anwalt und Freund von Dr. Jekyll, ein netter, entspannter Typ, während Dr. Lanyon ebenfalls ein Freund von Jekyll und Utterson ist, aber in letzter Zeit nicht so gut auf Jekyll zu sprechen. Er ist auch Arzt und sie haben ihre wissenschaftlichen Differenzen. Das reicht auch schon an Vorstellungen, den Rest kriegen wir, wenn es soweit ist. Das Interessante an dieser Erzählung ist, dass Jekyll und Hyde zu einem modernen Mythos geworden sind, der über 100 Mal verfilmt wurde, aber kaum einer kennt die Originalgeschichte. Das ändert sich jetzt. Utterson hat keinen Hund, deshalb geht er regelmäßig mit seinem Cousin Enfield spazieren und der so, du, weißt du, was mir hier in dieser Straße passiert ist, ist ganz sonderbar. Ich war mitten in der Nacht unterwegs, da kommt aus dieser Tür da hinten so ein kleinwüchsiger Typ rausplaniert und rennt ein Kind über den Haufen. Glücklicherweise ist ihm nichts Schlimmes passiert, aber ich habe den natürlich zur Rede gestellt und habe gesagt, hier, Schadenersatz für die Familie. Und weißt du, mit was für einem Scheck der angekommen ist? Der war von einem ganz angesehenen Gentleman unterzeichnet. Und wie hieß dieser Rowdy? Mr. Hyde. Nein! Denn Utterson hat auch das Testament von Dr. Jekyll. Und da hat er den Hyde als Generalerben eingesetzt für den Fall seines Verschwindens oder Todes. Der erpresst den doch, der Hyde. Hier, Lanyon, was ist denn los mit unserem alten Freund Dr. Jekyll? Ach, lass mich in Ruhe mit dem, der ist mir zu esoterisch. Ich muss diesen Hyde selber mal sehen. Und Utterson legt sich in dieser Straße auf die Lauer und eines Abends kommt tatsächlich Mr. Hyde, was wollen Sie? Ich möchte gerne mal Ihr Gesicht sehen. Und er so, grrr, was willst du? Wir haben einen gemeinsamen Freund, Dr. Jekyll, der hat mir von Ihnen erzählt. Lüge! Aber für alle Fälle gebe ich dir mal meine Adresse. Vielleicht werde ich ja mal Erbe. Und dann ist er weg und er so, das gibt's ja nicht. Dann geht er zur Vordertür von Dr. Jekyll und klingelt und der Butler macht auf und er sagt, hier, Poole, ist das normal, dass dieser Mr. Hyde bei euch durch die Hintertür ein- und ausgeht? Ja, Sir, das hat Dr. Jekyll so angeordnet. Zwei Wochen später gibt Jekyll ein Abendessen und der Utterson geht natürlich hin und bleibt am Ende übrig und spricht den Jekyll an und sagt, Jekyll, was ist mit diesem Mr. Hyde? Und der blockt aber ab und sagt, Utterson, du bist ein guter Freund und Anwalt, aber das ist Privatsache, okay? Es geht mir gut, es ist alles in Ordnung. Dann wird auf offener Straße ein Parlamentsabgeordneter, Mr. Carew, ermordet und zwar auf ziemlich bestialische Weise. Ein Dienstmädchen wird Zeugin des Mordes und sagt, nein, der Mr. Carew hat doch nur nach dem Weg gefragt und der andere schlägt und trampelt den einfach tot und das war dieser Mr. Hyde. Ich hab's genau erkannt. Utterson war auch Carews Anwalt, deswegen führt er die Polizei zu Hydes Adresse, aber der ist verschwunden. Anschließend geht er zu Dr. Jekyll und sagt, sag mal, du versteckst diesen Hyde nicht zufällig? Ich? Nein, auf keinen Fall. Du siehst aber schlecht aus. Ja, hier ist sogar ein Brief von diesem Mr. Hyde. Den gebe ich dir, du entscheidest, was du damit machst. Und in dem Brief liest der Utterson, danke für alles, Dr. Jekyll, ich hau dann mal ab, Mr. Hyde. Naja, da hast du aber Glück gehabt, Jekyll, der hätte dich bestimmt auch noch umgebracht. Ja, da habe ich total Glück gehabt. Und diesen Brief zeigt er einem Angestellten von sich, der Utterson. Und der liest es und sagt, das ist doch die Handschrift von Dr. Jekyll. Und der so, was? Dann fälscht er jetzt auch noch Briefe für den, das gibt's ja nicht. Aber Jekyll geht's nach diesem Vorfall irgendwie besser und er macht jetzt mal wieder was mit seinen Kumpels, lädt sie mal zum Essen ein. Plötzlich bricht das wieder ab. Und weil der Lanyon jetzt auch mal wieder Kontakt mit Dr. Jekyll hatte, geht der Utterson zu ihm und sagt, sag mal, was ist denn mit dem Dr. Jekyll? Was ist denn mit dir passiert? Ja, ich habe einen Schock, von dem ich mich nie wieder erholen werde. Und der Jekyll ist... Kurze Zeit später stirbt Dr. Lanyon. Was denn, ein Brief für mich von Utterson für den Fall, dass Jekyll tot oder verschwunden ist? Ich will jetzt wissen, was mit dem Jekyll los ist. Wenig später kommt mitten in der Nacht Jekylls Butler Poole bei Utterson vorbei und sagt, Mr. Utterson, Sie sind der älteste Freund von Dr. Jekyll, da stimmt was nicht. Der kommt nicht mehr aus seinem Studierzimmer. Tag und Nacht renne ich zu Apotheken, weil ich ein bestimmtes Salz besorgen soll und dann randaliert er, dass es nicht das Richtige ist. Der ist nicht mehr er selber, ich glaube, der Hyde hat ihn umgebracht. Dann gehen wir da jetzt rein. Und der Butler nimmt eine Axt und bricht die Tür zum Arbeitszimmer von Dr. Jekyll auf. Und sie finden auf dem Boden in den letzten Zuckungen Mr. Hyde. Und der so, schnüff, schnüff, der hat Zyankali genommen. Ein Brief für mich von Jekyll. Na, jetzt lese ich erstmal den von Lanyon, weil der Dr. Jekyll ja offensichtlich weg ist oder tot ist.
Also, der Jekyll hat mir geschrieben, es wäre lebenswichtig, dass ich eine Schublade voll chemischer Zutaten aus seinem Arbeitszimmer hole. Die holt dann jemand bei mir ab. Ich mache das natürlich da, klopf, klopf, klopf. Steht plötzlich der Hyde im Raum und ich so, Hah! Und er so, haben Sie die Zutaten? Ja, hier, bitteschön. Und er mixt sich so einen Cocktail zusammen und sagt, also Sie können jetzt zugucken, dann erfahren Sie die Wahrheit, die ist aber sehr gefährlich. Und ich so, natürlich will ich die Wahrheit wissen. Und er so, gluck, 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 ex. Oh! Plötzlich steht der Jekyll im Raum. Und ich so, ah! Dann folgt der Brief von Dr. Jekyll. Also, ich lege jetzt meine Generalbeichte ab. Ich war ja immer zerrissen. Ne? Einerseits hochbegabt und anständig, aber andererseits hatte ich auch immer so geheime, niedere Leidenschaften, von denen ich jetzt mal lieber nichts Genaues erzähle, sonst ist das viktorianische Publikum noch schockiert. Naja, und irgendwann habe ich als Mediziner eine Droge entdeckt, mit der ich mein zweites Ich in eine eigene Person abspalten konnte. Heureka! Kluck, kluck, kluck. Das war kein Spaziergang, aber dann gucke ich in den Spiegel und bin jung, frei, skrupellos und leider auch sehr hässlich. Aber bei meinen geheimen Leidenschaften ist mir das egal. Die dunkle Seite hatte jetzt ein eigenes Gesicht, und zwar das Gesicht von Edward Hyde. Und mit dessen Gesicht hatte ich meinen Spaß, auch wenn ein paar Sachen schiefgegangen sind, das gebe ich zu, wie mit dem Mädchen beispielsweise. Naja, ich konnte ja immer in die Jekyll-Gestalt zurückkehren. Eines Morgens wache ich auf und ich bin doch als Jekyll ins Bett gegangen. Nein! Und habe mich in den Hyde verwandelt und das war ein Schock. Und da habe ich gedacht, nein, nie wieder verwandle ich mich in den, aber einmal könnte ich, einmal geht noch, oder? Und gluck, 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 bin ich wieder der Hyde und dann passiert die Sache mit dem Carew. Nein! Nie wieder verwandle ich mich in den Hyde. Das war's. Dann sitze ich draußen im Park. Es ist ein schöner Sommertag und plötzlich kriege ich wieder so einen Schwächeanfall. Und bin Mr. Hyde. Und der so, oh nein, jetzt kann ich nicht mehr nach Hause gehen und mich zurückverwandeln. Ich bin ja ein gesuchter Mörder. Deshalb habe ich einen Brief an Lenyon geschickt, der mir die Droge holen sollte. Tut mir leid, dass der dabei draufgegangen ist. Naja. Und seitdem rutsche ich immer wieder in den Hyde ab. Und jetzt ist die Droge alle. Und die Hauptzutat, dieses Salz, kann ich nicht mehr in der gleichen Qualität wie früher kriegen. Ich werde das hier schreiben und mich dann wahrscheinlich für immer in Hyde verwandeln. Und so erfährt Utterson die ganze grausige Drogenkarriere des Dr. Jekyll, bei der es natürlich immer auch darum geht, dass wir alle die helle und dunkle Seite der Macht in uns tragen. Mein Fazit lautet, wir müssen schon mit allen unseren Teilen in der gleichen WG wohnen, auch wenn es schwerfällt. Damit ist es nicht gemeint, dass wir alle den kleinen Nazi in uns ruhig mal auf die Straße lassen sollten, sondern dass wir anerkennen, dass das Hässliche in uns allen ist, dass wir uns aber trotzdem für das Gute und Bunte entscheiden können. Und das, liebe Gemeinde, war der merkwürdige Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson. Vielen Dank.